ja auch Hörpate. Was heißt das denn genau? Richtig. Es gibt in Deutschland von dem Unternehmen MedL insgesamt mittlerweile 40 Hörpaten. Diese Hörpaten sind alle in irgendeiner Form implantiert. Bimodal, bilateral, beidseitig, einseitig mit Hörgerät versorgt. Und diese Menschen kann man über eine Plattform erreichen. Ganz einfach, man geht ins Internet, ruft die Seite auf hörpaten.de und dann findet man diese ganzen Menschen. Man sucht sich einen für sich geeigneten Gesprächspartner raus und kann sich dann mit ihnen einfach austauschen. Ja. Ne? Denn es sind wirklich alles Menschen, die bereits implantiert sind, die alle bereits diese Hürde überschritten haben. Ja. Und Erfahrung sozusagen mitbringen. Hm? Genau, denn sie wissen genau, von was sie sprechen. Ne? Ja. Denn sie standen ja auch irgendwann mal am Anfang. Ja, verstehe. Mhm. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sich dafür interessiert und mal eine Aufklärung möchte zum Thema Cochlea-Implantat, wir haben jetzt keinen Aktionstag, wie war denn dein Ablauf? Was hast du denn zuerst machen müssen oder wie bist du denn in Richtung Operation weitergegangen? Meinst du jetzt nach der Operation? Ich meine auch bevor du operiert wurdest, was war dein Weg? Was für Schritte musstest du gehen? Ich bin überhaupt keinen Schritt gegangen. Ich habe das Gespräch mit dem Arzt gesucht. Der Arzt hat gesagt, okay, so und so passiert's. Und ich habe die Frage gestellt, was sich verändert, ja, wie schnell das dauert und ob ich danach wieder gut hören und verstehen kann. Ja. Das waren explizit die Fragen. Es war eine total schnelle Entscheidung bei mir. Mich hat auch die ganze Technik überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ein paar Key Facts, was wird gemacht, was passiert, wie ist das Risiko, was gibt es für Möglichkeiten und das war's. Mhm. So, und das war dann, wie gesagt, 2014 und 2018 mit der zweiten Implantation. Mhm. Da sich mein Zustand so positiv entwickelt hat, habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, okay, ich würde gerne mal etwas zurückgeben. Und das war dann 2019, als ich von diesem Projekt Hörpaten gehört habe und bin ganz einfach auf die Hörpaten-Seite auch gegangen, habe mich da informiert und habe mich dann ganz schnell entschieden, dabei zu sein. Ja. Sehr viele Gespräche geführt, aber irgendwann habe ich mal gemerkt, da kann man wesentlich mehr machen. Ja, mehr bewegen. Mhm. Mehr bewegen. Ja. Ich wollte, das war immer so mein Ansatz, ne, ich wollte einfach etwas zurückgeben. Und jetzt kommt ein Punkt, der mir persönlich wahnsinnig viel bringt. Ich bin seit September 2020 in ganz Deutschland mit einem Infomobil in ganz Deutschland unterwegs und kläre Menschen auf der Straße auf, wenn Hörgeräte nicht mehr helfen. Das ist so mein Credo. Es steht an meinem Stand, wenn Hörgeräte nicht mehr helfen, und spreche da explizit ganz bestimmte Menschen an. Ja. So, und da trete ich als Hörpater auf, trete aber auch als Gerhard Roth, als bilateral versorgter CI-Patient auf. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen zu mir kommen, die noch nie etwas von dieser Möglichkeit gehört haben. Und die dankbar sind, ja, meine Aufklärung auf der Straße zu erleben. Ich habe es ja erlebt, gestern, ne, und heute auch. Okay, ja, das ist, es kommen nicht viele Leute, oder es muss kein ständiger Verkehr sein. Es, ja, es müssen die Leute kommen, oder es kommen die Leute, die sich angesprochen, ja, fühlen. Und wir haben es ja gestern erlebt und haben es heute Morgen schon erlebt. Ja. Ne? Es waren ja heute Morgen auch schon wieder zwei Interessenten da. Richtig. Ob das was wird, ist eine andere Geschichte. Manchmal liegt auch so etwas im Unterbewusstsein ein Jahr, zwei Jahre. Es geht darum zu wissen, es gibt eine Möglichkeit. Richtig. Ne? Und das ist mein Bestreben, diese Aufklärungsarbeit. Ja. Und die ist noch nicht zu Ende. Für Wiesbaden, auch vielleicht ganz interessant, am 7. September, ja,
ist eine Veranstaltung der HSK in Wiesbaden, hier vor dem Rathaus auf dem Schlossplatz. Und da steht ein Hörmobil, beziehungsweise zwei Hörmobile, wo man einen kostenlosen Hörtest machen kann. Die Ärzte sind vorhanden am Stand. Ne? Ihr seid hier am Stand vorhanden, die als Profis dann Hörtests machen können. Ich stelle nur mein Hörmobil zur Verfügung. Und es wird garantiert viel Menschen geben, die da sind. Am Samstag, den 9. ist dann nochmal eine Veranstaltung im Rathaus. Ne, geht auch von morgens um 10 Uhr bis um 13 Uhr mit auch verschiedenen Referenten. Auch ich bin dabei vor Ort, werde auch einen kleinen Vortrag geben. Aber es sind wirklich alle Menschen eingeladen, die ein Hörproblem haben und vielleicht an einer Stelle sind, wo sie nicht mehr zufrieden sind. Ja. Wo sie einfach sagen, hey, ich habe Hörgeräte, aber ich komme nicht mehr klar damit. Richtig. Und es geht einfach nur um den Informationsinput, sich zu besorgen, Gespräche zu führen. Es sind Ärzte da, genügend Ärzte, es sind Implantierte da. Also es ist bestimmt ein ganz spannender Tag auch wieder, an beiden Tagen. Also nochmal 7.9. und 9.9. am Schlossplatz vor dem Rathaus in Wiesbaden. Wir schreiben es sozusagen unten nochmal in die Beschreibung von dem Video und dann kann man das dann nochmal nachlesen. Ja, natürlich. Und wir freuen uns auf jeden, der da vorbeikommt. Na klar, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Ne? Klasse. Ja? Vielen Dank. Bitteschön. Ja. Gerd, wenn ich jetzt einen Kunden hier habe, einen Interessenten, jemand, der sich informieren möchte und dich erreichen möchte als Hörpate, wie kann er das denn am besten erreichen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr vereinbart einen Termin hier bei euch im Geschäft, egal ob das jetzt hier Wiesbaden oder Mainz ist, egal. Und ich komme zu diesem Termin dazu. Ja. Möglichkeit zwei. Es gibt viele Menschen, die sind vielleicht ein bisschen gehbehindert und sind nicht so mobil. Ich bin auch bereit zu Hausbesuchen. Ne? Ich fahre Umkreis. Es ist mir einfach egal. Ich kann das schon einplanen. Aber 50 Kilometer, 100 Kilometer ist im Prinzip für mich überhaupt kein Problem. Ich kann das planen und es ist alles möglich. Alles kann, nichts muss, aber alles kann. Ne? Das ist ganz, ganz klar. Ich sehe da sehr, sehr viel Sinn auch in meiner Arbeit. Ja, ja. Verstehe ich. Klasse. Ihr könnt auch gerne meine Kontaktdaten weitergeben. Mhm. Ihr habt meine Visitenkarten, ihr könnt meine E-Mail-Adresse weitergeben, ihr könnt meine Telefonnummer weitergeben, meine Handynummer weitergeben. Ich melde mich immer bei diesen Menschen. Wunderbar. Dankeschön. Bitteschön.